Also erstmal freut es mich, ihn wieder einigermaßen gesund Tennis spielen zu sehen. Er hat ja nun unglaublich viele Operationen gehabt und die Tatsache, dass er sich wieder zurückgekämpft hat, ist wirklich sehr positiv. Das Schlimmste für einen Athleten ist aufzuhören wegen einer Verletzung. Und ich glaube, das hat er geschafft, also dass er wieder spielen kann. Ist nicht mehr der Allerjüngste, was den Tennissport angeht, aber ich hoffe, dass er, ich habe auch noch einige Turniere gesund spielen kann, dann irgendwann einen würdigen Abschied hat. Also grundsätzlich ist es wichtig, positiv mit seinen Emotionen umzugehen. Ich glaube, als jüngerer Mensch, als jüngerer Tennisspieler, gehen auch mal die eigenen Emotionen mit einem durch. Ich glaube, wenn man ein bisschen erfahrener wird, ein bisschen cooler wird, das gilt dann auch für Sascha, dann wird man, sage ich mal, noch schwieriger auszurechnen, noch schwieriger zu spielen, weil einfach der Gegner dann nicht weiß, wie es einem geht. Ne?